Aber ich muss sagen, jetzt gerade, es war so ein guter Zeitpunkt, dass ich den Trike, so den Stego getämt habe, weil ich bin doch gerade sehr entspannt und ja. Und da trifft sich jetzt gerade Action oder so gar nicht gut. Ihr habt mal wieder ein paar Flugdinos gekillt. Boah, da kann man noch ein bisschen sammeln, ja. Was brauchen wir denn noch im Lager? Ich sammle mal ein bisschen Holz. Holz ist bestimmt immer gut. Holz brauchen wir, wir brauchen Stein. Brauchen wir alles. Richtig. Backpowder brauchen wir. Flint. Ach scheiße, Nero, jetzt warst du gerade da. Ja. Ich hätte ja meine kaputten Dinger, meine kaputte Rüstung hättest du mal bauen können, die mal Noxy zerstört hat. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät, ja. Hast du denn keine Möglichkeit nochmal? Ja, es ist halt was eine Zeitfrage. Ich muss leider arbeiten. Er wohnt in Berlin. Okay, das ist schön. Berlin? Oh, ist das? Da könnte sich Odin mitnehmen, aber der geht nicht auf die Gamescom. So. Ach, und Narkotika könntest du mal sammeln. Ich? Hm? Wieso brauchst du jetzt Narkotika sammeln? Um Narkotika herzustellen. Krass. Ne? Klingt logisch. So ab und zu. Alter, diese Metallaxt. Klack, klack, klack. Baumfeld. Klack, klack, Baumfeld. Klack, klack, klack. Ich sammle gerade mega Holz. Das ist Tutti, Frutti. Du bist ja nicht eine kleine Mutti, Tutti. Leider komme ich nicht vorbei. Auch wenn ich einen kleinen Umweg fahren würde. Nö, nee, ich auch nicht. Dann brauche ich auch keine Nagos zusammen, wenn du nicht vorbeikommst. Nein, in Berlin. Ach so. Ich dachte gerade, Sergeant meint mich. Was ist eigentlich momentan das Max Level an, wo wir hier machen können? Ich glaube 94 oder so. Okay, dann habe ich ein bisschen Potenzial. Ich bin jetzt 64. Ja, blondes Haar. La 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 la. Was kackt denn jetzt eigentlich alle ab, sag mal, ey? Wer denn? Du! Ich? Ja! Ich konzentriere mich bloß ein bisschen mehr aufs Spiel als vorher. Vor uns warst du die ganze Zeit ruhig. Oder wart ihr aktiver? Was warst du? Wart ihr ja aktiver? Ich hab immer schon was gesagt. Aber ihr habt mir ja nicht zugehört. Ja, ja. Das Einzige, wo du aktiv warst, war deinen Flipper zu töten. Das kriegt er jetzt noch ein paar Mal reingewirkt, oder? Ja, hätte er nicht so dumm reagiert, wo es mir passiert ist, dann würde das auch nicht reingedrückt bekommen. Es gibt immer so, ja, so eine Münze hat halt zwei Seiten, ne? Mir macht's mächtig viel Spaß, jemanden richtig schön aufzuziehen.
Das glaube ich dir aufs Erste. Und gerade bei dir, Nero. Dich habe ich im Hinterkopf, mein Freund. Das freut mich. Aber ich Scheiße. Bin total freundlich zu dir. Ja. Scheiße. Das Problem ist, ich habe das wirklich erst heute noch gesehen. Irgendwo habe ich den Part angeguckt bei euch. Bei irgendjemandem habe ich den Part angeguckt. Da kam das. Wo Nero mich zusammengeschissen hat. Oder uns zusammengeschissen hat. Scheiß auf die Zeit. Oh, scheiße, hab ich gegen Rudolf gesagt. Ja. Ich sag, ich glaube, ich war Sergeant Müller, glaube ich. Der hat das irgendwie jetzt in den letzten Tagen gebracht oder so. Da habe ich mir das angeguckt. Das ist aber auch das Letzte. Ich will das ja nur haben wegen den Eiern. Ich will es eigentlich gar nicht haben, aber mein Gott, es fehlt halt dann in der Sammlung, ne, wenn du es nicht hast. Richtig. Was, Sergeant? Richtig. Ja, das ist immer blöd, wenn einer was fragt und du hast gerade den Mund voll. Das ist ganz schlecht. Frag, wo die Frau ist. Ja, Nero, wie ist das denn? Bin ich eine Frau oder was? Du hast gefragt, frag eine Frau und das tue ich. 205 kannst du abholen, Nero. Gib dir gleich mal einen Einlauf, mein Freund. Der Nero Alter. Redet immer nicht. Also normalerweise reden immer nur solche Menschen davon, die sexuell unausgelastet sind. Also. Ja. Unausgelastet kann ich nicht sagen, ne? Nero, du kannst doch hier Narkotik holen, haufenweise. Ich habe sogar noch Haufen im. Oh, ich muss mal apropos gucken, wie sieht's denn aus? Den könnte ich mal wieder was eingeben. Ja, über der Hälfte ist auf jeden Fall schon rum. Ach, doch so viel? Ja, ich hätte ihn weiter runterhungern lassen sollen. Da wäre das auf ein Stück gegangen. Boah, Leute, was macht ihr denn? Ich höre immer rascheln und rauschen und krachen und knallen. Das ist alles so besatschen. Keine Ahnung, was für Heimischung der sich wieder zubereitet. Du mit deiner Mischung immer, du kleiner Kiffer. Ich rauche nicht mehr. Das sagen alle. Seit 2 Jahren rauche ich nicht mehr. Du bist ja ein ganz toller Essay. Ja, geil, ne? Also ich rauche jetzt seit 1 Jahr nicht mehr. Du rauchst. Ich rauche seit 1 Monat nicht. Ich dampf, ich rauche nicht. Mein Quatsch. Das ist genau das Gleiche. Nein, das ist überhaupt nicht genau das Gleiche. Du inhalierst was in der Lunge, natürlich ist das Gleiche. Es ist ein Scheißdreck, das Gleiche. Was hat da inhalierst du? Wow, Wahnsinn. Ich oder mit dem Routine drin und du. Ach, du erzählst das Scheiß, Nero. Du hast doch keine Ahnung. Ja, Hauptsache ihr habt Ahnung. Ja, na klar haben wir Ahnung, wir rauchen, wir haben geraucht, Junge. Ich hab auch geraucht, Junge. Ja. Du bist aber ein Schmuck. Was denkst du, wie stolz das für einen Raucher, für einen Starkraucher ist, der sagen kann, hey, ich habe aufgehört durch irgendwas. Meine beste von selber Hälfte nicht. Ist auch richtig stolz auf mich, dass ich aufgehört habe. Am Anfang hat sie gemeckert. Das richtige gemerkt. Was? 150 Euro? Mensch, wie viel Tabak konntest du dir dafür kaufen? Und jetzt sagt sie, okay, hier hast du 50 Euro. Kannst kaufen, was du willst im Monat. Du kriegst du Taschengeld? Also für Dampfen und sowas. Das kam jetzt echt ein bisschen schäbisch rüber. Warum schäbisch? Darfst du auch mal was kaufen? Das ist ja schön. Ja. Aber ist es nicht überall so, die Frau hat die Hosen an? Nee, wenn es um PC geht, da fragt sie mich auch manchmal, wie der Computer angeht. Ah.
Endlich. Willkommen in Valhalla. Was machst du eigentlich die ganze Zeit, Möller? Ja, ich hatte doch einen Crash. Was hattest du? Ein Crash. Crash. Warum nehme ich eigentlich den scheiß Drake dann mit, ey? Ich laufe hier immer wieder zurück und hab hier überladen. So, Sattel kann ich immer noch nicht machen. Ja, du hattest einen Crash und was hast du davor gemacht? Du warst die ganze Zeit nicht da, also, weißt schon. Jetzt habe ich 20 Minuten gebraucht, um überhaupt online zu kommen. Das weil natürlich, er noch dieses scheiß Dings gedownloadet hat. Was ist das für eine Drecksleitung, Alter? Wer? Gott höchstpersönlich. Der hat, glaube ich, eine gute. Ich rauche schon seit 5 Minuten nicht mehr. Oh, das ist Wahnsinn, Amtsrock. Das ist, woo. Ich glaube, der beste Kommentar, den man da auf dieses Gespräch geben kann. Okay, wohin steige ich denn jetzt mal? Total sinnlos, aber egal. Haben wir hier die Frage. Ich muss aber, glaube ich, langsam auch auf den Drake aufpassen, dass der nicht überladen ist. Wo bist du denn? Ich kann ja eventuell mal vorbeikommen, kann ein bisschen was mitnehmen. Ich farm die ganze Zeit Holz, also, ne? Holz und Setch halt, ne? Also. Dann gehe ich mal davon aus, dass du irgendwo auf einer Lichtung bist. Ich Hast bin, du wenn du über die. Sattel? Wenn du über die Brücke gehst. Wenn du über die Brücke, über der Rosbrücke gehst, dann halt die Fresse. Dann ist Wasser rechts neben dir halten. Da irgendwo liegt ein Dino rum und da bin ich. Auf was soll der Frosch gelevelt werden? Damage, oder? Oh, Alter, was? Ach so, gut, okay. Er hat's verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Janik, hast du den Sattel schon gemacht? Ich brauche noch ca. 30 Chitin oder Keratin. Ich hol's gerade. Okay. So, Mücken, wo seid ihr? Im Busch. Kann man das Viehzeug eigentlich auch zähmen? Nee, ne? Was für Viehzeug? Mücken. Nur durch Mod. Genauso wie Piranhas, Titanboas. Ja. Klärmäuse. Gut, die andere Frage ist, wer braucht sowas? Oder liegt ein Schnee rum? Ja, genau, da bin ich. Im Trike ist Haufen. Wollte ich nicht. Ja, das musst du wissen, ne? Ne. Ich weiß es noch nicht. Die Narco-Berries kann ich auch mitnehmen? Ja, die kannst du. Siehst du genau, Narco. Nero wollte die genau. Hätte ja sein können, dass du die für den Stego brauchst. Hast du jetzt schon alles dergeräumt oder was? Ja. Ich hab mir diverses. Scheißdreck, du hast alles so drinnen gelassen. Ja, mein Vogel kann auch nicht unbegrenzt tragen. Okay, ich sammle mal Steine. Ich glaube, Holz haben wir sau viel jetzt gerade. Das muss ich aber auch sagen, ich habe hier gerade eine Stelle, da findest du alles. Holz, Stein, Find, also logischerweise, weil Stein ja da ist. Flint, würde ich sagen. Das haben wir. Irgendwie sage ich immer Find. Was ist denn Flint hin, ey? Was? Mahlzeit. Gesundheit. So. Amstrock schreibt, oh, jetzt habe ich wieder angefangen. Zu rauchen. Das ist aber nicht gut.
Er hat vor 5 Minuten aufgehört und jetzt hat er wieder angefangen. Ja, es hat 5 Minuten geschafft, das schafft auch nicht jeder. Richtig. So. Ach, ist das schön. Mal so richtig schön zu furzen. Kann aber lästig werden. Was? Kann aber lästig werden. Furzen? Hä? Sowieso. Bei A? Spätestens, wenn der Bildschirm beschlägt. Boah, ich bin aber echt froh, dass das mit dem Streamer jetzt so geklappt hat. Und auch, dass es überhaupt streamt. Ich habe 3 Stunden vorher mal einen Teststream laufen lassen. Ich habe richtig Probleme gehabt, das Ding zum Laufen zu bringen. Boah, aus sehr anfänglichen Schwierigkeiten war es sogar ganz okay. Und ich muss sagen, ja. Aber es wird, glaube ich, auf 720 begrenzend lassen, weil ich denke mal, Amsrock, der wird sowieso auf 1144 gucken. Und so. Also, ich glaube, 720p reicht. Klar ist 1080p besser, ne? Aber. Was willst du machen, ne? Was willst du machen? Schreib nicht so, Mann. Ich schreibe nicht. Ich habe. Was denn? Maul. Okay. Ach, geil. Oh, Mann. Ready to poop. Hm? Genau, am Sack. Das waren Dynamos Worte, aber schön, dass alles so hängen bleibt, was wir so sagen. Du merkst, dass das verfolgt, was wir hier machen. Der Amsrock, ja, ich sage, Amsrock ist ein guter Zuschauer, der ist, der guckt ja so ziemlich alle Folgen. Und jetzt sogar bei mir, weil Rivano nicht mehr am Start ist. Lalala. Aber ich sag dir gleich, Ausrock, am Montag kommen Folgen, die hast du noch nicht gesehen. Also das ist doch bevor ich den Vogel hatte. Ja, also. Welchen Vogel? Meinen. Tor. Kann auch deiner bleiben. Was? Auch nix. Ich hatte noch nicht so viel Vögel. Ich bin nur gut zu Vögeln. Wie war das? Unausgelassen und so. Ach, weil ich mal in einer Stunde ein so ein Scheißding preis. Dann ist es. Du kleiner frechter Kerl. Nee, bist du was anderes gewohnt von mir, oder? Na, guck mal, vielleicht Alter, hab ich bald. Da krieg ich den Kackfeld, Käfer. Vielleicht finde ich den sogar. Der ist übrigens sehr, sehr praktisch. Kann ich nur jedem weiterempfehlen. Du kannst apropos wieder abholen. Okay. Stegurenz war noch, aber ich glaube, es ist wieder genug Material, um deinen Vogel zu befüllen. Du Vogel. Oh, er guckt, oh, Amsrock guckt sogar an 250p. Meine Fresse. Boah, ich muss mich jetzt echt mal einfach nur um dieses Narco-Scheiß kümmern. Das ist, ich bin... Da ist schon ganz schön weit runter geschlafen, der Kerl. Also wach. Lässt schon. So, ein Bier schon habe ich noch dastehen. Gut, du das.
hätte mehr Stoff haben müssen. Oh, Alter, mir tut mein Arsch wieder so weh, weil ich so lange hier sitze. Ah, Alter, ich kann gerade nicht aufstehen, so weh tut das. Der hat eine Lache, so eine richtig gehässige. Ah, da meckerst du gerade rumsatschend. Oh. Ich habe keine gemeine Lache. Nö. Ja, klar. Boah, jedes Mal nach der Aufnahme, ne, da habe ich übelste Probleme aufzustehen. Ich habe mich, glaube ich, kaum gehört, ne? Ich habe dich einmal frei gehört. Gut. Irgendwas mit deinem Arsch. Ich habe gesagt, jedes Mal nach der Aufnahme habe ich übelste Probleme aufzustehen. Weil mir mein Arsch einfach so wehtut.